Montag, 21. Januar 2013. Jesus spricht zu Christina: Meine liebe Kleine, ich habe viel von dir ferngehalten. Mein heiligstes Herz tut weh, wenn du abgelehnt und auf schrecklichste Art und Weise behandelt wirst, als ob du ein zwielichtiges Leben führtest. Mein Volk, ich sage euch, hört mich, euren Herrgott, und antwortet, bevor es zu spät ist. Bittet, betet. Bald werdet ihr alle selbst die Realität meines Rufens sehen und den Wert meines Gefäßes. Christina, mein Gefäß, in eurer Welt werden gerade mehrere böse Pläne geschmiedet, in denen es um die Unterdrückung vieler Menschen geht. Das Geld wird wertlos sein. Ihr werdet großes Leid erfahren, wenn euch, aus unrechten Gründen, euer Geld weggenommen wird und ihr euch nicht dagegen wehren könnt. Es wird mehr und mehr Prüfungen geben, und diejenigen von euch, meinem Volk, die das Bild meiner Mutter in ihren Häusern aufgenommen haben, wahrlich, öffnet euch für noch größeres Leiden. Übergebt euch mir jetzt, denn ich werde euch in meiner Barmherzigkeit nicht nochmals anflehen. Durch die Einflüsterungen des Teufels wurde dieser Mission vieles genommen, in vielerlei Hinsicht. Der Grund ist, dass es mehr Leid gibt als ich wünsche, weil die Menschen der Finsternis die Türen geöffnet haben, nicht nur die Türen ihrer Herzen, sondern auch von allem, um was ich euch zu eurem Schutz gebeten habe. Mein liebes Gefäß, du hast in solch eine Masse gelitten, dass es mein eigenes Herz betrübt. Ich werde meinem Volk zeigen, auf welche Weise es mein Wort abgelehnt hat, wenn es vor mich hintritt. Ich werde mich von solchen Personen zurückziehen, die es wagen, mich und mein Wort zu verspotten. Ich entziehe ihnen meine Barmherzigkeit. Ich liebe mein ganzes Volk. Ich habe für jeden Einzelnen mein Leben gegeben. Für diejenigen, die kalt sind und denen es an Wissen über mich und mein Wort mangelt, werde ich mehr Barmherzigkeit haben als für jene, die lau und voller Zweifel sind und die es nicht schaffen, mich zu hören und mein Verlangen nach den Seelen zu erfüllen, nach denen mich dürstet bis in alle Ewigkeit. Ich werde ihnen meine Barmherzigkeit verweigern. Wie kann ich solche Menschen mit meiner Barmherzigkeit und meinem Schutz überhäufen, wenn sie mich, ihren Herrn, der allem das Leben gab, nur verspotten? Ich habe zu euch von den vielen Ereignissen gesprochen, die auf die Welt zukommen, die die Menschen nicht enträtseln können. Alles gleicht einem brodelnden Vulkan, der kurz vor der Eruption steht. Könnt ihr nicht die Zeichen der Zeit erkennen? Ich habe euch wissen lassen, was bald eintreten wird. Aber mein Wort gleicht den Samenkörnern, die zwischen die Felsen fielen und die nicht wachsen können. Ihr seid fruchtbarer Boden, wenn ihr euch für mich entscheidet, und ihr könnt gute Früchte tragen. Aber in eurer Ablehnung tragt ihr keine Früchte, um mein Wort zu erfüllen und zu antworten. Ihr werdet verletzt werden, aber der Grund eures Schmerzes ist, dass ich zulasse, dass ihr geformt werdet. Die Gletscher, die Katastrophen und die Krankheiten, über die ich zu euch gesprochen habe, sind da. Seid Überbringer der Botschaften und sagt ohne Angst: Der Herr ist nahe. Seid in Frieden, meinen Frieden gebe ich euch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.